nicht irgendwie lächerlich machen oder ironisieren. Also es ist Empörungsjournalismus und den brauchen wir sicherlich auch an der Stelle. Aber Herr Füller, wenn das mal gesetzt ist, diese Empörung, dann ist ja die Frage, was hilft uns denn eigentlich als Lehrer und was hilft uns und Lehrerinnen und was hilft uns in der Schule? Und ich denke, also was uns nicht hilft, das ist erstens Pauschalisierung und zweitens alles ineinander zu manchen. Und deswegen möchte ich also gerne auf das Thema, das Sie also offensichtlich am meisten beschäftigt und das für uns auch in der Tat schwer anzugehen ist, Bezug nehmen, nämlich auf die Missbrauchsgeschichte. Wir haben ja mit Missbrauch und mit sexuellen Übergriffen in der Schule, in der Jugendarbeit, in der Kirche, also eigentlich schon immer zu tun. Ich habe mich, als das aufkam, mit Erleichterung gefreut, dass die evangelische Jugend seit langem bereits genaue Richtlinien und Regeln hat. Ich erinnere mich aus meiner Zeit an der vorletzten Schule, an der ich gearbeitet habe, daran, wie ein Turnlehrer aus dem Dienst entfernt wurde. Ich weiß, dass an dieser Schule im Augenblick ein Lehrer suspendiert ist mit Missbrauchsvorwürfen, den ich immer deswegen bewundert habe, weil er etwas gewagt hat, was also ich persönlich einfach nicht so gut kann, nämlich er hat sich mit der Sexualität seiner Schülerinnen und Schüler befasst. Und er hatte auch das entsprechende Fach, um mit den Schülern daran zu arbeiten. Das war für die ganz wichtig. Ich habe da immer irgendwie ein komisches Gefühl gehabt und das hat offenbar nicht getrunken. Aber ich erzähle das deswegen, weil ich denke, bei diesem und anderen Themen ist doch der nächste Schritt, dass wir jetzt genau in das Einzelne gehen und fragen, was müssen und was können wir da tun. Das heißt, wir brauchen da Geduld, wir brauchen auch den Blick auf den einzelnen Fall. Und ich denke, wir müssen auch unterscheiden zwischen dem pädagogischen Verhalten im Einzelnen und dem, was an dieser ganzen Geschichte ja das eigentlich Schockierende ist, dass es eben keine Einzelfälle sind, sondern dass es einen systemischen Zusammenhang hat. Ich denke, das ist das eigentlich Schockierende. Und wie wir mit diesem systemischen Aspekt umgehen, das ist tatsächlich die neue Herausforderung. Denn die alte gibt es ja immer und natürlich hat sich das verschärft. In diesem Sinne könnte ich jetzt auch weitermachen mit dem Thema, das Frau Dr. Pritzler vorhin angesprochen hat, nämlich mit der Frage, also was bedeutet Heterogenität für uns und wo brauchen wir Homogenität? Also ich kann ein spastisch gelähmtes Kind nicht auf den Fußballplatz schicken. Ne? Ich brauche da irgendwie eine Art von Homogenität auch. Und das muss miteinander natürlich in Beziehung gesetzt werden. Ein Thema, das ich also absolut wichtig finde, wo ich Ihnen sehr dankbar bin, dass Sie das in dieser Schärfe aufs Tapet bringen, ist die Frage nach der Rolle der Medien. Nur, und das möchte ich dann gerne in meiner Zusammenfassung auch nochmal deutlich machen, da würde ich den Spieß auch umdrehen. Man kann nicht alles von der Schule fordern, von der auch, aber man muss den Spieß auch umdrehen. Die Schule lebt in einer Gesellschaft, aber dazu dann. Gut, machen wir die zweite Teilung weiter. Da. Nur erstmal kurz. Ja, meine Damen und Herren, als für mich als Mitglied der katholischen Kirche und als ein Pädagoge und Theologe, der sein gesamtes Berufsleben im Bereich der katholischen Schulen zugebracht hat, ist dieser Missbrauchsskandal das widerwärtigste und beschämendste, was mir in meinem ganzen Katholiken-Dasein jemals begegnet ist. Das möchte ich vorausschicken. Ich glaube, haben sich Mitglieder der katholischen Kirche, so muss man formulieren, dermaßen an ihrer Grundbotschaft versündigt, als an dieser Stelle. Ich wehre mich aber, Frau Füller, gegen das, was Sie so subkutan hier mitgeteilt haben, nämlich dass jetzt die katholischen Schulen da seien. Ich kann nur sagen, es gibt überall
und Herr Ritz hat in diese Richtung auch gesprochen, es gibt überall schwarze Schafe. Aber ich wehre mich dagegen, dass dann summa summarum ein ganzer Bereich unter Generalverdacht gestellt wird. Für meinen Bereich, den ich bis zum August verantwortlich geleitet habe, muss ich oder kann ich sagen, es handelt sich hier um die Stiftung Katholische Freie Schule der Diözese Rottenburg-Stuttgart mit etwa 90 Schulen, 25.000 Schülerinnen und Schüler, die jeden Tag hier in diese Schulen gehen und rund 1.500 bis 2.000 Lehrerinnen und andere Lehrerinnen, Lehrer und andere pädagogische Beschäftigte in den Tagesheimen und so weiter. In diesem Bereich ist kein einziger Missbrauchsfall vorgekommen. Das, was in unserem Bereich gelaufen ist, in diesem südlichen Bereich, das waren Vorfälle, die im Klosterschulenbereich mit Internat sich abgespielt haben. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Also ich möchte für all die eine Lanze brechen, die tagtäglich zu Tausenden und Abertausenden in unseren Schulen eine hervorragende pädagogische Arbeit leisten und es nicht verdient haben, unter diesen Generalverdacht gestellt zu werden. Ich bitte aber, meinen Eingangssatz vor allem im Wort zu behalten. Tja, das ist schwierig. Vom Fachverband Ethik aus zu solchen ethischen Problemen, die hier aufgelistet wurden, einen Akzent zu setzen. Ich wundere mich, dass bei der ganzen Diskussion wir am Ende bei den Missbrauchsfällen gelandet sind, während 20% der Schüler offensichtlich nun nicht mehr mit Lese- und Rechtschreibfähigkeiten entlassen werden. Und das ist eine Welle der Empörung wert. Das ist ein politisches Desaster, das ist ein moralisches Desaster, das ist ein ökonomisches Desaster. Also wir hätten eigentlich alle hinter uns in der Gesellschaft empört zu sein. Aber da tritt so ein Fall schon in unserer Runde hier von Gewöhnung ein. Mir kommt das so vor wie bei den 23% weniger Gehalt für gleiche Arbeit bei den Frauen. Im Grundgesetz steht, die hier vorgestellten Rechte sind unmittelbar geltendes Recht. Und dann frage ich mich, was passiert eigentlich in unserer Gesellschaft, dass wir uns damit abfinden, dass ein Grundrecht, also die erste Aussage im Artikel, im Vorspann, in der Präambel, wird überhaupt nicht ernst genommen. Wann werden wir fähig zur Empörung? Und wenn ich jetzt auf den spezifischen Beifall von Ethik komme und dem Ethikfachverband, ich möchte kritisieren, an den Rahmenlehrplänen der Ethikfächer in der Bundesrepublik, ob sie nur Wert und Norm oder Ethik, praktische Philosophie oder LER heißen, kritisieren, dass wir nur einen Teil bearbeiten. Wir bearbeiten nämlich den Appellteil zum guten, empathischen, sozial-kommunikativen Schüler. Wir entwickeln keine Fähigkeit, keine Wehrfähigkeit, es besteht nun auch keine Wehrpflicht mehr, aber das sollte man nicht falsch deuten. Es wird keine Fähigkeit entwickelt, das Pendant dazu zu nehmen. Nicht, du sollst nicht lügen, nur du sollst dich nicht belügen lassen. Du sollst nicht stehlen, du sollst dich nicht bestehlen lassen. Und dann die goldene Regel, wenn wir dann in manchen Ethikrahmenplänen so einen philosophischen Touch drin haben, dann frage ich mich, was bringt das für Schüler bis zur 10. Klasse? Sagt ihnen doch lieber oder gebt ihnen eine Chance, die goldene Regel zu verstehen, zu erproben, dass sie sinnvoll ist und dann in der Umkehrung der Rollen zu prüfen, ob das, was wir anderen zumuten, ob wir das selber als Zumutung ertragen würden. Das wäre ein Handwerkszeug, mit dem man Schüler entlassen kann, wo man sofort in einer kurzen, in einem Kurzverfahren prüft, was in der Gesellschaft fair und unfair ist. Und ich denke, da ist das Fach Ethik auch noch nicht auf dem Weg, die Schüler so zu erziehen, dass sie nicht nur Friedfische im Haifischbecken werden, sondern auch in der Lage sind, sich gegen Haifische oder eine Gesellschaft zu wehren, die ihnen Verzichte und Unrechte und Ungleichbehandlung zumutet. Dankeschön. Marianne Demmer. Ja, lieber Christian, wir kennen uns ja schon lange. Ich will dir einen Gedanken mitteilen, der mich so
im letzten Drittel, sage ich mal, deines Vortrags beschlich. Ich habe gedacht, eigentlich können wir uns jetzt kollektiv alle aufhängen. Du hast ja in 5 Punkten einen Rundumschlag gemacht, wo ich dir in ganz vielen Befunden recht gebe. Sie sind wie immer bei dir überspitzt. Aber das hilft ja auch. Aber wo ich glaube, wo doch wesentliche Teile bei dir nicht mitgedacht sind. Also ich will mich jetzt auch mit Missbrauch nicht mehr beschäftigen. Habe mich auch gewundert, warum das jetzt zum zentralen Thema auch hier dieser ersten Runde wurde. Weil ich glaube, also wenn wir uns mit Missbrauch beschäftigen in den Schulen, dann gibt es so viele unterschiedliche Formen von Missbrauch. Der sexuelle Missbrauch ist sicherlich einer der empörendsten, aber die anderen Missbräuche, die darin bestehen, Kinder auszuschließen, Kinder auszusortieren, Kinder zu beschämen und, also auch im ideellen Sinne zu beschämen, diese Missbräuche sind sicherlich genauso wert, sehr sorgfältig und auch mit entsprechender Empörung offengelegt zu werden, aber es sind auch andere Missbräuche. Wir haben im Prinzip, finde ich, die ganze Flanke offen, die du jetzt gar nicht genannt hast. Und zwar, das ist die Flanke, die ich mal beschreiben würde mit mündige Bürger. Mit mündige Bürger, die sich nicht nur individuell wehren, sondern die auch ein politisches Bewusstsein und eine gesellschaftliche Verantwortung in den Schulen erlernen können. Also gerade ja die Vorfälle der letzten Tage, die bekannt geworden sind, dass da Leute als Ego-Shooter ganz real rumlaufen, also nicht nur vom Fernseher oder vom Laptop, sondern wirklich schlicht zur Knarre greifen und aus politischen Motiven Menschen, die ihnen ethnisch nicht passen, erschießen, zeigt uns ja, dass wir, glaube ich, unseren Blick auf die Schule in einer Form auch wenden müssen, der uns davor schützt, in so eine Haltung hineinzukommen, die sich ja hier so ein bisschen auch andeutete, die Schuld oder sie, also zu glauben, man wird schuldig für etwas gesprochen und dann reflexhaft im Grunde zu sagen, ja, aber auch die Eltern und auch die und nicht nur die Lehrer, dass wir aus dieser Haltung rauskommen. Und ich glaube, da hättest du speziell als Person, aber auch die Medien insgesamt hätten da eine ziemlich wichtige Aufgabe. So analytisch vorzugehen und gleichzeitig so perspektivenreich vorzugehen, dass dieser Reflex, die Schuld bei anderen zu suchen, dass dieser Reflex möglichst gering sein könnte, beziehungsweise ausbleiben könnte. Sondern dass man sich begreift als eine Verantwortungsgemeinschaft in Umkehrung der organisierten Verantwortungslosigkeit, als organisierte Verantwortung für das Gemeinwesen, also nicht nur für das einzelne Kind oder die einzelne Schule, da komme ich noch mal im zweiten Teil drauf, sondern als Verantwortungsgemeinschaft für unser Gemeinwesen. Ich glaube, erst dann werden wir in der Lage sein, mit all diesen Vorfällen, die uns vielleicht Angst machen oder die uns sehr stark betreffen, in der Weise umzugehen, dass sie nach vorne zeigt. Und ich glaube, als Pädagogen kommst du nur mit einer solchen Haltung weiter, die dich nach vorne bringt, die dir zeigt, da ist die Richtung und da geht es hin. Ja, recht herzlichen Dank. Jetzt in der zweiten Runde, die in der gleichen Reihenfolge geht, geht es jetzt nochmal um den ersten Teil der Antwort, nämlich wo bleibt die Bildung und wie beschreiben wir sie aus der Sicht unserer jeweiligen